Wir gehen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Es geht um eine besonders schwierige Maßnahme bei Patienten in der geschlossenen Abteilung einer Psychiatrie. Während der Klinikaufenthalte kommt es vor, dass Patienten beispielsweise aggressiv werden oder die Gefahr besteht, dass sie sich selbst verletzen. Und dann werden sie, so der Fachbegriff, fixiert. Und genau um diese Fixierung geht es jetzt. Die Große Koalition hat einen Gesetzentwurf vorgelegt und darin eine neue Regelung hineingeschrieben. Werden Psychiatriepatienten länger als eine halbe Stunde festgeschnallt, muss ein Richter zustimmen. Darüber wird jetzt debattiert. Und wir hören den ersten Redner davon, das ist Johannes Fechner, der rechtspolitische Sprecher der SPD. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In dem Filmklassiker Einer flog über das Kuckucksnest, da kann man nicht nur einen sensationellen Jack Nicholson sehen, sondern die schlimmen Zustände in einer psychiatrischen Einrichtung in den USA, von denen wir in Deutschland zum Glück meilenweit entfernt sind. Aber vor allem zeigt dieser Film, wie wichtig es ist, dass für die Patienten klare rechtsstaatliche Regelungen vorhanden sind, dass Grundrechtseingriffe nur gerechtfertigt und mit einem klaren Verfahren möglich sind. Und genau diese klaren Regeln, die schaffen wir mit diesem Gesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Anlass war das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur unzureichenden Rechtslage in Bayern und in Baden-Württemberg. Das Bundesverfassungsgericht urteilte, dass Fixierungen einen erheblichen Grundrechtseingriff darstellen und dass deshalb eine länger andauernde Fixierung nur nach Genehmigung durch ein Gericht zulässig ist. Und in unserem Gesetz regeln wir genau das. Ist eine Fixierung länger andauernd, wir gehen von etwa einer halben Stunde aus, dann muss sofort eine richterliche Genehmigung eingeholt werden. Sie sehen, damit sichern wir die Grundrechte der Patienten, liebe Kolleginnen und Kollegen, und schaffen für alle Beteiligten Rechtssicherheit. In der polizeilichen Kriminalstatistik, die wir diese Woche vorgestellt bekommen haben, da sind viele erfreuliche Entwicklungen, etwa der deutliche Rückgang der Wohnungseinbrüche, zu verzeichnen. Aber leider müssen wir feststellen, dass es zunehmend Attacken gegen Polizeibeamte und auch Rettungskräfte gibt. Und dabei dürfen wir dann nicht auch aus dem Auge verlieren, dass es auch in den Justizvollzugsanstalten oder in Krankenhäusern, etwa in psychiatrischen Krankenhäusern, Übergriffe und Attacken gegen Pflegerinnen und Pfleger gibt. Und gerade diese Pflegerinnen und Pfleger, die machen, wie ich finde, einen wirklich sehr, sehr harten Job. Sie haben es mit einem nicht immer einfachen Klientel zu tun. Und oft steht auch die Bezahlung nicht im Verhältnis zu den beruflichen Belastungen, die sie haben. Und das Gleiche gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Strafvollzug. Deshalb an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an all diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich ihre wichtige Arbeit in den Gefängnissen und in den Krankenhäusern tun. Und das Mindeste, deswegen erzähle ich das, was wir für dieses Personal, für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun können. Das ist es, durch klare Regelungen bei der Fixierung, sie zu schützen vor den Attacken von Gefangenen oder von Patienten. Und genau diese klaren Rechtsgrundlagen auch zum Schutz für die Mitarbeiter, die schaffen wir mit diesem Gesetz. Nun ist es grundsätzlich Aufgabe der Länder, Regelungen zur Zulässigkeit von Fixierungen zu treffen. Aber gerade in diesem sensiblen Bereich der Freiheitseingriffe, da macht es Sinn, dass wir bundeseinheitliche Standards schaffen und bundeseinheitliche Regelungen haben. Wir brauchen für die betroffenen Personen zum Selbstschutz, aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch für alle, die in der Justiz mit diesen Fragen befasst sind, für die Richterinnen und Richter, klare Rechtsgrundlagen bei diesen sensiblen Grundrechtsfragen, da darf es in Deutschland keinen Flickenteppich geben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb ist die wichtigste Neuregelung, dass wir bundeseinheitlich regeln, dass Personen zum Schutz des Pflegepersonals oder auch zum Selbstschutz fixiert werden können, auch über einen nicht nur kurzen Zeitraum hinaus. Bei länger andauernden Fixierungen, wir gehen, wie gesagt, in der Gesetzesbegründung von 30 Minuten aus, da muss ein Richter über die Rechtmäßigkeit der Fixierung entscheiden. Und nur zur Klarstellung, die richterliche Genehmigung muss nicht vor der Fixierung vorliegen, die kann, wenn sie vorgenommen wurde, auch raschestmöglich oder sie muss dann so schnell wie möglich nachgeholt werden, unverzüglich. Für die Justiz, da regeln wir klare Verfahrenswege. Sachlich und örtlich zuständig werden die Amtsgerichte sein. Das hat sich bewährt. Dort gibt es gute Erfahrungen mit Bereitschaftsdiensten. Und deswegen sind auch diese Regelungen sinnvoll. Wir brauchen in diesem sensiblen Bereich für die Rechtsanwender, für die Gerichte ganz klare, präzise rechtliche Regelungen. Und das tun wir mit diesem Gesetz. Bedanken darf ich mich an dieser Stelle beim
Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Frau Ministerin Barley, herzlichen Dank für die Erstellung dieses Gesetzesentwurfs. Lassen Sie uns gemeinsam diesen wichtigen Gesetzesentwurf gründlich, aber zügig beraten. Das Bundesverfassungsgericht hat bekanntlich eine Frist zum 30.06.2019 gesetzt. Diese Frist sollten wir unbedingt einhalten, wenn wir nicht erhebliche Rechtsunsicherheit in den Justizvollzugsanstalten oder etwa in den Krankenhäusern schaffen wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Lassen Sie uns mit diesem Gesetz eine klare Rechtsgrundlage schaffen für die Fixierungen. Sichern wir die Grundrechte der Betroffenen einerseits, schaffen wir mehr Schutz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vor allem schaffen wir für die Richterinnen und die Justizbediensteten ganz klare Regeln im Sinne der Rechtssicherheit. Vielen Dank. Johannes Fechner hat für die SPD hier die Debatte eröffnet. Und jetzt hören wir Thomas Seitz für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Der vorgelegte Gesetzentwurf ist inhaltlich im Wesentlichen nicht zu kritisieren. Die Regierungsfraktionen ziehen unvermeidliche Konsequenzen aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Juli 2018 zu zwei Verfassungsbeschwerden wegen Fixierungen im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Unterbringung nach Landesrecht. Das Anliegen der Regierungsfraktionen, einheitliche materielle Regelungen im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes und ein einheitliches Verfahrensrecht auch für die der Gesetzgebungskompetenz der Länder unterliegenden Unterbringungsgesetze zu schaffen, ist zu begrüßen. Kritik ist aber an der Bezeichnung dieses Gesetzentwurfs angebracht, die typisch für den herrschenden Zeitgeist ist. Sie reden hochtrabend von einem Gesetz zur Stärkung der Rechte von Betroffenen bei Fixierungen im Rahmen von Freiheitsentziehungen und erwecken damit den Eindruck, dass die Rechtsposition der Menschen in einem, wie es früher hieß, besonderen Gewaltverhältnis verbessert werde. Damit erwecken Sie bei den Betroffenen und ihren Angehörigen Hoffnungen, die nicht zu halten sind. Dieses Gesetz bezweckt in Wirklichkeit eben keine substanzielle Verbesserung der Situation von Menschen in einer geschlossenen Einrichtung. Es geht vielmehr darum, eine verfassungswidrige Rechtslage, aufgrund derer den bereits seiner Fortbewegungsfreiheit beraubten Menschen auch noch seine verbleibende Bewegungsfreiheit buchstäblich genommen wird, durch eine Rechtslage zu ersetzen, die zwar verfassungsgemäß ist, aber genau den gleichen allerschwersten Eingriff in das Freiheitsrecht des Betroffenen erlauben soll. Dem psychisch Kranken, der unter seiner Fixierung leidet und diese nicht akzeptieren kann, ist es herzlich egal, ob die Fixierung von einem Arzt oder einem Richter oder beiden gemeinsam angeordnet wird. Ihm ist es auch egal, ob die Fixierung von Herrn Professor Voskuhle persönlich oder nur von der Putzfrau angeordnet wird. Den Betroffenen interessiert nur eines, nämlich das Ergebnis. Also, ob sie fixiert werden oder ob nicht. Und das wäre etwas, über das wir hier dringend auch diskutieren müssten. Welche Alternativen gibt es, zum Beispiel durch bauliche Maßnahmen? Welche Risiken akzeptieren wir für mehr Freiheit im Falle der Eigengefährdung? Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die geplante Regelung für den Strafvollzug. Bei Gefahr im Verzug soll die Fixierung vom Anstaltsleiter oder einem anderen Vollzugsmitarbeiter angeordnet werden können und der Arzt sodann unverzüglich herbeigerufen werden. Das scheint sich nach einer sinnvollen Ausnahmeregelung anzuhören. Wenn man aber bedenkt, dass eine Fixierung überhaupt nur bei einer akuten Eigen- oder Fremdgefährdung in Betracht kommt, liegt hier doch eigentlich immer Gefahr im Verzug vor. In der Praxis könnte daher in der JVA die Ausnahmeregelung zum Regelfall werden. Ob sich dies verfassungsrechtlich halten lässt, erscheint mir fraglich. Der dritte Punkt der Kritik betrifft den Erfüllungsaufwand für die Länder. Diesen beschreiben Sie sehr lässig als einen nicht näher bezifferbaren Aufwand, dem aber mittel- bis langfristig Einsparen gegenüberstünden. Das ist mehr als gewagt. Die Redezeit erlaubt nicht, hier konkret auszuführen, aber es ist hier mit einem erheblichen Arbeitsanfall bei den Amtsgerichten zu rechnen. Und auch die Ausweitung der richterlichen Bereitschaftsdienste wird hier zu erheblichen Belastungen führen. Und es bleibt auch abzuwarten, ob sich die Praxis nicht so helfen wird, dass eine Antragstellung umgangen werden kann. Ich hoffe auf eine konstruktive Diskussion im Ausschuss. Vielen Dank. Thomas Seitz war das für die AfD-Fraktion. Volker Ulrich jetzt der nächste Redner hier für die CDU-CSU-Fraktion. Er ist Vorsitzender des CSU-Arbeitskreises Recht und Verbraucherschutz.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem heutigen Gesetzentwurf der Koalition zur Stärkung der Rechte von Betroffenen bei Fixierungen im Rahmen des Freiheitsentzuges geht es um die sehr sensible Frage, wie wir mit Menschen umgehen, denen bereits die Freiheit entzogen worden ist und die im Rahmen dieses Freiheitsentzugs durch eine Fixierung eine verschärfte Form der Freiheitsentziehung erdulden müssen. Die sogenannten 5- und 7-Punkt-Fixierungen sind nicht irgendein technischer Begriff, sondern stellen eines der gravierendsten und einschneidendsten Eingriffe in die persönliche Freiheit dar, die sich der Rechtsstaat überhaupt leisten muss. Bei der 5- und bei der 7-Punkt-Fixierung wird man an Händen, an den Beinen, am Hals und gegebenenfalls bei der 7-Punkt-Fixierung noch an der Stirn und am Kopf fixiert. Und gerade weil das eine ganz elementare, einschneidende Erfahrung auch für die Betroffenen darstellt, reicht die richterliche Anordnung zum Entzug der Freiheit nicht aus, diese Maßnahme auch anzuordnen. Und es reicht auch keine ärztliche Anordnung aus, sondern in unserem Rechtsstaat muss vor dem Hintergrund der Eingriffsintensität auch eine präventive Rechtsschutzkontrolle erfolgen. Und gegebenenfalls muss jede dieser Fixierungen auch richterlich überprüfbar sein. Da geht es um die Verwirklichung von Grundrecht und damit auch um die Stärkung des Rechts und die Würde des Einzelnen. Deswegen werden wir mit diesem Gesetz sehr sorgsam umgehen und im Rahmen auch des Gesetzgebungsverfahrens die unterschiedlichen Aspekte auch einfließen lassen. Es geht zunächst mal um die Frage, wer ist überhaupt zuständig? Und auch hier haben wir eine Situation, bei der wir eine eher unübersichtliche Gemengelage haben. Für die Zivilhaft ist der Bund zuständig, für den Straf- und Maßregelvollzug sind es die Länder und für die Unterbringung existiert sogar eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz der Länder. Und dennoch ist es wichtig, dass überall in Deutschland vor dem Hintergrund der großen Eingriffstiefe der gleiche Rechtsschutz existiert. Sind wir den Betroffenen schuldig? Und deswegen hat die 89. Justizministerkonferenz den Bund gebeten, eine einheitliche Regelung zu schaffen. Es geht darum also nicht, den Föderalismus auszuhebeln, sondern deutschlandweit die Rechte der Betroffenen auf das gleiche Niveau zu heben. Ich glaube, das sind wir auch denjenigen, die dieser Freiheitsentziehung unterworfen sind, schuldig. Deswegen werden mit diesem Gesetz sowohl im Gesetz über das Verfahren in Familiensachen, im Strafvollzugsgesetz als auch in der Strafprozessordnung die Voraussetzungen für eine richterliche Anordnung geschaffen. Und diese Voraussetzungen sind zu Recht streng. Wenn eine Freiheitsentziehung durch Fixierung länger als eine halbe Stunde dauert, dann muss das richterlich angeordnet sein. Und die Länder sind auch aufgerufen, einen einheitlichen Bereitschaftsdienst von 6 bis 21 Uhr vorzuhalten, damit diese richterliche Anordnung auch getroffen werden kann. Und ja, wir wollen nicht, dass eine Auseinanderdividierung von Zuständigkeiten erfolgt, sondern wichtig ist, dass einheitlich die Amtsgerichte vor Ort bei demjenigen, bei der betroffen ist, auch die Zuständigkeit nachweisen können. Deswegen brauchen wir vor diesem Hintergrund auch eine klare Haltung der Länder, dass sie diesen Bereitschaftsdienst auch stellen und dass jederzeit der Rechtsschutz auch gewährleistet werden kann. Wir müssen auch sprechen über die Frage, wie es gerade in der Psychiatrie aussieht, in geschlossenen, sogenannten geschlossenen Einrichtungen. Ich glaube, dass auch hier die Fixierung nur die Ultima Ratio sein darf. Wir müssen alles dafür tun, dass durch eine Sicherstellung im personellen und therapeutischen Bereich Fixierungen vermieden werden können. Weil Fixierungen sich immer dann verbieten, wenn sie vorgenommen werden aus Hilflosigkeit heraus oder, was noch schlimmer ist, aus Personalmangel. Nein, die Menschen, die in einer Einrichtung untergebracht sind, sie verlieren ihre Würde nicht. Und es ist schlimm genug, dass wir sie ihrer Freiheit entziehen mussten. Aber sie haben Anspruch darauf, dass sie menschenwürdig behandelt werden. Und die Frage, wie wir in diesen Einrichtungen der Frage von Fixierungen umgehen, ist vielleicht kein Thema für die große Öffentlichkeit, aber wird in betroffenen Kreisen sehr stark diskutiert. Und vor dem Hintergrund, dass diese Menschen auch Rechte haben,
die wir einhalten und die wir auch respektieren müssen, müssen wir diesem Thema in den Anhörungen breiten Raum einräumen, damit wir insgesamt einen Gesetzentwurf haben, der Freiheit und Würde respektiert. Lassen Sie uns da auf den Weg machen. Herzlichen Dank. Für die FDP-Fraktion hat nun die Kollegin Katharina Willkomm das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Freiheit des Einzelnen ist ein Grundrecht, ein ganz besonders wertvolles Rechtsgut. In unserer Verfassung steht die Freiheit des Einzelnen deshalb fast an erster Stelle. Jeder staatliche Eingriff muss besonders gerechtfertigt werden. Der Staat muss besondere Mechanismen zum Schutz einbauen, bevor er in diese Freiheit eingreifen darf. Dies gilt umso mehr für Menschen, die sich in geschlossenen Einrichtungen befinden und deshalb besonders schutzbedürftig sind. Damit sind wir bei dem Antrag der Regierungsfraktion. Eine Fixierung im Rahmen von Freiheitsentziehung bedeutet einen noch massiveren Grundrechtseingriff als der bloße Freiheitsentzug alleine. Deshalb muss als Maßnahme das denkbar letzte Mittel die Ultima Ratio sein. Das Verfassungsgericht hat im letzten Juli entschieden, dass das Gesetz die Grundrechte Betroffener nicht ausreichend schützt. Erforderlich sind unter anderem ein gesonderter Richtervorbehalt in einem förmlichen Gesetz, eine 1:1-Betreuung durch besonderes Personal und der Betroffene muss wissen, dass er die Fixierung nachträglich durch einen Richter überprüfen lassen kann. Es ist zu begrüßen, dass die Regierungsfraktionen dem Auftrag aus Karlsruhe heute nachkommen wollen. Es ist gut, sich dabei eng am Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu orientieren. Es ist gut, wenn die gerichtliche Zuständigkeit und das gerichtliche Verfahren mit diesem Entwurf bundeseinheitlich geregelt werden. Denn das schafft Rechtssicherheit. Nicht gut ist aber, dass Karlsruhe die Große Koalition auch im vorliegenden Fall erst über das angemessene Maß zur Sicherung der Grundrechte belehren muss. Auch am Inhalt des Entwurfs müssen wir noch arbeiten. So hat der Deutsche Richterbund verfassungsrechtliche Bedenken. Die besondere Schwere des Eingriffs durch Fixierung und die damit verbundene Gesundheitsgefahren seien nicht ausreichend berücksichtigt. Er kritisiert beispielsweise, dass zur Sachaufklärung im Hauptsacheverfahren künftig ein ärztliches Zeugnis ausreichen soll und nicht mehr ein Gutachten. Er fordert, dass auch die Qualifikationen für den behördlichen Beteiligten und den gerichtlich bestellten Arzt durch den Gesetzgeber festzulegen sind. Er weist darauf hin, dass Karlsruhe für die Fixierung selbst die Überwachung durch den Arzt für unabdingbar erklärt hat. Das sind nur wenige Beispiele. Wir haben in den anstehenden Beratungen noch einiges zu tun. Gehen wir es an. Für die Fraktion Die Linke hat nun Silvia Gabelmann das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher! Immer wieder muss der Gesetzgeber erst durch Gerichtsurteile dazu gezwungen werden, bei Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie eine Rechtssituation herzustellen, die mit den Grundrechten der Betroffenen vereinbar ist. Das sollte jeder und jedem in diesem Haus sehr zu denken geben. Heute legen Sie, wie schon 2013 und 2017, einen Gesetzentwurf vor, der die gerichtlichen Mindestanforderungen erfüllt, aber an der Behandlungssituation der Betroffenen kaum etwas ändern wird. Ich denke aber, ein Weiter-so darf es beim Thema Zwang in der Psychiatrie nicht geben. Schauen Sie sich die erschütternden Zustände an, die unter anderem in der jüngsten Reportage des Team Wallraff dokumentiert werden. Schauen Sie sich die riesigen Unterschiede an, wie häufig Zwangsmaßnahmen in den unterschiedlichen Regionen und Einrichtungen stattfinden. Es gibt Kliniken, die die Rate der Gewaltanwendung auf unter 1% gesenkt haben, während er in anderen an die 20% liegt. Ob jemand fixiert wird, hängt demnach mehr davon ab, wo und von wem er behandelt wird, als davon, welche Erkrankung er hat. Und das darf nicht so bleiben. Sie tun so, als seien Zwangsfixierungen unumgänglich.
Dabei ist die Fixierung an das Bett, die hierzulande oft Stunden, ja sogar tagelang dauert, in Großbritannien ganz verboten. Und Sie wollen jetzt einfach eine Unterschrift mehr zur Genehmigung vorschreiben und verkaufen das als Stärkung der betroffenen Rechte? Ich finde das skandalös. Für die Linke sage ich Ihnen ganz klar, Zwangsfixierungen sind für uns, wenn überhaupt, nur das allerletzte Mittel im Notfall. Um wirklich etwas für die Betroffenen zu verbessern, sorgen Sie doch für eine angemessene Personalausstattung in den Einrichtungen. Machen Sie sich für Krisenräume stark. Setzen Sie in Krisensituationen auf das Festhalten durch Pflegekräfte statt auf das Festschnallen. Stärken Sie Behandlungsvereinbarungen und Patientenverfügungen und schreiben Sie endlich präventive Deeskalationskonzepte vor. Wir sind überzeugt, alleine dadurch könnten sehr viele Zwangsbehandlungen überflüssig werden. Und nehmen Sie den Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen zu Folter ernst, der schon 2013 auf Basis der UN-Behindertenrechtskonvention ein Verbot von Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie gefordert hat. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob eine gänzlich gewaltfreie Psychiatrie möglich ist, aber wir müssen doch alles Menschenmögliche tun, um diesem Ziel so nah wie möglich zu kommen. Und dazu leistet das vorliegende Gesetz genauso wenig wie die letzten Gesetze. Deswegen werden Sie unsere Zustimmung dazu nicht erhalten. Vielen Dank. Sagt Silvia Gabelmann für die Linksfraktion. Es muss viel zusammenkommen, ehe ein Mensch in einer psychiatrischen Einrichtung beispielsweise fixiert wird. Das ist sogar im Grundgesetz festgehalten. In Artikel 104 heißt es, dass Maßnahmen der Freiheitseinschränkung nur aufgrund eines förmlichen Gesetzes zulässig sind. Janan Bayran für die Grünen. Die Vorredner haben es schon sehr nüchtern festgestellt, dass es sich hier um eine Problemlage handelt, die, glaube ich, keiner sich vorstellen kann und will, nämlich dass es Situationen gibt, in denen Zwang angewendet werden muss und in denen selbst in einer Situation, wo Menschen schon in ihrer Freiheit eingeschränkt werden, bis hin zu einer Bewegungslosigkeit, die Menschen in ihrer Freiheit noch weiter eingeschränkt werden. Schon die Vorstellung ist für uns alle grauenhaft, glaube ich. Da müssen wir uns überhaupt nicht drüber austauschen. Allein die Frage ist, wo sind die Grenzen und wie definieren wir als Gesetzgeber die Grenzen, in denen das auch legal gemacht werden darf? Und wenn wir uns das Gesetz anschauen, dann ist schon die Überschrift eine Täuschung. Also das ist wirklich nicht in Ordnung, das Gesetz Stärkung der Rechte zu sagen oder zu nennen. Auch wenn es aktuell in dieser Konstellation immer wieder Gesetze gibt, die eine Überschrift haben, die positiv klingt, aber einen Inhalt hat, der Freiheitsrechte einschränkt. Ich glaube, das wäre schon die erste Stufe, dass wir das Gesetz so nennen, wie es ist, nämlich eine weitere Einschränkung von Freiheitsrechten statt eine Stärkung der Rechte der Betroffenen von Fixierungen. Und Herr Kollege, wenn Sie sagen, Sie wollen das möglichst schnell durchs parlamentarische Verfahren bringen, dann hoffe ich, haben Sie verstanden, dass die meisten Kollegen das lieber gründlich beraten wollen. So habe ich jedenfalls auch den Kollegen von der CDU-CSU-Fraktion verstanden. Und in der Tat hat auch meine Vorrednerin gesagt, der Lebenssachverhalt, für den wir Regelungen treffen müssen, der ist so ernst und so wichtig, dass wir es uns auch wirklich schwer machen sollten und die Abwägung zwischen Freiheit und des Eingriffs bzw. der Einschränkung von Freiheit nicht leichtfertig, sondern sehr gewissenhaft prüfen müssen. Ja, und dann kommt man. Da kommt man dann nicht vorbei an der Kritik, die der Richterbund hat. Da werden wir in einer Anhörung, und das hoffe ich, dass wir das gemeinsam leisten, die verschiedenen Perspektiven. Der Richterbund, finde ich, hat eine sehr ausführliche Stellungnahme. Und ich will das hier noch mal betonen, dass diese Stellungnahme schon aus dem August letzten Jahres ist. Und dass es umso peinlicher ist, dass kaum davon sich in dem Gesetz wiederfindet, vieles kritisiert. Auch die Verbände und selbst die Länder, die in der Umsetzung eine sehr wichtige Rolle übernehmen müssten, haben es kritisiert.
kritisiert. All diese Beteiligten sollten wir hören, bevor wir so weitgehend in Rechte von Betroffenen eingreifen, die sich größtenteils nicht wehren können. Danke schön. Ja, der Deutsche Richterbund hat verfassungsrechtliche Bedenken und Janan Bayran hat es gesagt, sicher wird es zu diesem Gesetzentwurf wie meist eine Expertenanhörung geben im parlamentarischen Verfahren und die Richter zu Wort kommen. Patrick Sensburg jetzt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir debattieren über die Fixierung in Straf- und Maßregelvollzug, in der Zivilhaft, im Vollzug der Untersuchungshaft und bei der einstweiligen Unterbringung. Es handelt sich um eine Freiheitsentziehung in der Freiheitsentziehung, das ist gerade schon gesagt worden. Wir haben Personen, die sich bereits aufgrund eines Urteils in Haft befinden und dann erneut einer weiteren Freiheitsunterziehung unterliegen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht völlig zu Recht gesagt, die erstmalige Entscheidung kann nicht ausreichend sein für den zweiten Eingriff in Grundrechte hier in Artikel 104 Absatz 2 des Grundgesetzes. Es handelt sich um einen ganz erheblichen, schweren Eingriff in die Grundrechte von Menschen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir uns einmal nur ganz kurz vorstellen, jeder von uns, jeder Einzelne wäre fixiert an Armen, Beinen, am Brustkorb, am Kopf. Für 30 Minuten, das ist die Zeit, die das Bundesverfassungsgericht als erheblich erachtet. Das ist ungefähr so lang wie die Debattenzeit heute. Da kann man, glaube ich, ermessen, wie schwer dieser Eingriff ist, nicht die Möglichkeit, sich kratzen zu können, nicht die Möglichkeit, wenn sich ein Muskel verkrampft, entspannen zu können, sich bewegen zu können, in einer so ausgelieferten, hilflosen Lage mehr als eine halbe Stunde zu sein. Und ich glaube, das erkennt, wie wichtig es ist, dass wir hier debattieren und wie richtig auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes ist. Eine Fixierung über mehrere Tage oder gar Wochen. Bei dem, was entschieden worden ist beim Verfassungsgericht, handelt es sich um 5 Tage Fixierung am Stück. Das halte ich übrigens für sehr fragwürdig. Da ist es, glaube ich, richtig, sich ausreichend Zeit zu nehmen und sich anzuschauen, was man machen kann. Wie viele Fixierungen es in Deutschland gibt, wir haben dafür gar keine konkreten und genauen Zahlen. Und das ist auch schon aus meiner Sicht ein Problem. Bei psychiatrischen Kliniken kann man hochrechnen, auf ganz Deutschland reden wir von ca. 75.000 Fällen pro Jahr. Das ist geschätzt und hochgerechnet. Und in Baden-Württemberg, da haben wir eine Erfassung. Und wenn man das mal auf alle Fälle hochrechnet, auf das gesamte Bundesgebiet, reden wir wahrscheinlich von 200.000 Maßnahmen in ganz Deutschland. Das aber auch nur geschätzt und eben hochgerechnet. Wichtig wäre mir daher über das Gesetz hinaus, dass wir nicht nur von einer Dokumentation reden, wie das Verfassungsgericht das gefordert hat, sondern auch von einer einheitlichen Erfassung, die dann mal eine Statistik ermöglicht. Wie viele Fälle welcher Art haben wir überhaupt in Deutschland? Und neben den Personen, die einer Fixierung unterliegen, gilt es auch, die Personen in den Blick zu nehmen, die tagtäglich in den Anstalten arbeiten müssen. Denn auch das muss man sich mal vorstellen. Personen, die außer Rand und Band geraten, aggressiv werden, gewalttätig werden, sowohl autoaggressiv als auch gegen andere Personen. Und da kann man sich, glaube ich, auch diese Situation vorstellen. Und da gibt es 3 Möglichkeiten, wie agiert werden kann im weitesten Sinne. Das ist die Isolierung. Das ist die Medikamentierung und das ist die Fixierung. Und da gibt es unterschiedliche Wege, aber es gibt keinen Königsweg. Es ist gerade Großbritannien angesprochen worden. Ja, Großbritannien fixiert nicht in dem Umfang. Großbritannien wird medikamentiert. Dort werden sie mit Medikamenten ruhiggestellt, fast sediert. In den Niederlanden wird isoliert. Da wird isoliert, teilweise dann auch dementsprechend, was landläufig als Zwangsjacke bezeichnet wird, in einen Raum abgeschoben. Ich glaube, keiner der Wege ist der richtige Weg. Wenn, geht es um eine Kombination verschiedener Ansätze und auch die Möglichkeit, dem Patienten, der Person gerecht zu werden. Suizidale Patienten sind ganz anders zu behandeln als autoaggressive Patienten, zum Beispiel auch ohne Selbstmordverlangen. Und aggressive Patienten gegenüber Dritten sind wieder ganz anders zu behandeln als die vorgenannten. Von daher müssen wir im Gesetz verschiedene Punkte des Verfassungsgerichts berücksichtigen. Das ist die klare Rechtsgrundlage, Beteiligung eines Arztes vor und nach der Fixierung, eine 1:1-Betreuung durch therapeutisches Personal, eine Sitzwache, die nicht eine Videoüberwachung darstellt, Dokumentationspflicht, eine gerichtliche Überprüfung, das muss der Person auch mitgeteilt werden, und die richterliche Bereitschaft von 6 bis 21 Uhr.
Aber wir sollten auch etwas weitergehen. Wir sollten darüber nachdenken, Alternativen zu beraten. Es gibt zum Beispiel sichere Betten bei partieller Desorientierung. Bei alkoholisierten Personen gibt es Sicherungen. Und es gibt aus anderen Bereichen, beispielsweise des Betreuungsrechts, den sogenannten Werdenfelser Weg. Da sollten wir gucken, können wir da Analogien ziehen. Und ich hoffe, wenn wir das alles berücksichtigen, finden wir für beide Seiten ein gutes Ergebnis. Ich hoffe, dass wir in den Beratungen bei diesem Gesetz über alle Fraktionen gemeinsam eine gute Lösung finden, denn es geht um Menschen auf beiden Seiten, diejenigen, die fixiert werden und diejenigen, die tagtäglich eine schwere Arbeit machen. Und das sollte uns doch in diesem Parlament einmal gemeinsam gelingen. Dankeschön. Patrick Sensburg war das für die Unionsfraktion als Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Und dahin wird jetzt dieser Gesetzentwurf der Bundesregierung überwiesen und weiter beraten. Am 24. Juli letzten Jahres, da hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Psychiatriepatienten und beispielsweise auch Insassen beim Strafvollzug nur nach einer richterlichen Entscheidung längere Zeit ans Bett gefesselt werden dürfen. Also wenn die Fixierung absehbar mehr als eine halbe Stunde dauert, dann reiche eben die Anordnung eines Arztes nicht. Darauf muss der Gesetzgeber reagieren.